Ja, moin moin und damit willkommen zu einem Spezial. Ja, viele haben sich darauf schon gefreut. Ich verlose jetzt zum zweiten Mal auf diesem Kanal ein paar Bücher, die mir alle zur Verfügung gestellt worden sind. Ihr habt es sicherlich schon gesehen, das Unboxing, wo ich dann die Bücher und Spiele ausgepackt habe. Und an der Stelle auch nochmal ein recht herzliches Dankeschön an Tanja, die mir hier als Mäzenatin die Sachen zur Verfügung gestellt habt, damit ich sie eben an euch weitergeben kann. Ja, ich freue mich auf alle Fälle, dass ich euch dann so ein bisschen was zurückgeben kann. Ich habe mir noch was anderes überlegt, was wohl, wenn ich es schaffe, dann mal umgesetzt wird, auch in diesem Rahmen der 1000 Abonnenten und dem Spezial. Vielleicht kommt da noch was, aber ich möchte nicht so sehr viel jetzt ankündigen, bevor ich es dann lange nicht schaffe und dann wird es erst in, weiß ich nicht, 2, 3 Wochen oder einem Monat oder so hochgeladen. Aber ich habe mir auf alle Fälle schon was vorgenommen und da muss ich jetzt eben nur zu kommen, dass es eben umgesetzt wird. Das ist ein bisschen größeres Projekt. Also, Verlosung. Wie könnt ihr daran teilnehmen? Letztes Mal war es ein bisschen Kreativität. Das heißt, ihr konntet euch da mit NPCs für einen Wettbewerb bewerben. Die ersten NPCs habe ich schon eingebaut, weitere werden folgen. Die sind also nicht umsonst gebaut worden. Es wurde zusätzlich eben auch bisher leider nur einmal etwas eingereicht bezüglich der Kampfszene Bisfrabul Blutschluck gegen Yalan. Auch das wurde eben ja, von mir damals beworben. Wenn ihr da mitmachen möchtet, dann könnt ihr das auch immer noch tun. Aber dieses Mal soll es um einen Quiz gehen, beziehungsweise ein paar Fragen, die ich mir überlegt habe. Ich habe da mit verschiedenen anderen Leuten drüber geredet, unter anderem auch mit Skafina, also Wascha und auch Fiona, die ihr da vielleicht schon von den ein oder anderen Projekten kennt. Und sie sagte mir, dass sowas wie Quizfragen doch ganz gerne gesehen sind. Und hier sind die Fragen. Kurz vorab, die Fragen sind schon eingeblendet. Es gibt zu diesen Fragen nicht die eine richtige Antwort. Ich lasse hier sehr, sehr viel zu. Ihr müsstet dann eventuell noch einmal begründen, warum genau ihr meint, dass diese Antwort richtig sein könnte. Wenn ihr das nicht tut, dann ist auch kein Beinbruch. Wenn die richtige Antwort dabei ist, ist das okay. Aber naja, wenn ihr meint, das ist halt so und so, weil dies und das und die Begründung, die ihr mir gebt, ist schön argumentiert, dann lasse ich das eben auch als richtige Antwort zu. Frage Nummer 1. Gegen welchen Heptarchen ziehen die Helden in der DSA-Kampagne zuerst? Auch da sind wieder viele Antwortmöglichkeiten offen. An der Haupttarchenzahl gibt es 7 Stück, aber ja gut, ihr werdet euch da sicherlich schon eine Antwort zurechtklamüsern. Es sind, wie gesagt, mehrere Antworten möglich. Nummer 2. Nenne einen Erzfeind der Gruppe mit Namen und wann sie ihn verärgert haben. Auch da, wie ist jetzt Erzfeind definiert, gibt mehrere Leute, die sie verärgert haben, und ihr dürft einen nennen. Mir ist herzlich egal, welchen. Wäre dann auch natürlich noch sinnvoll zu erklären, nicht nur wie er heißt, sondern eben auch, wann sie ihn getroffen haben oder was sie getan haben, um ihn zu ärgern. Vielleicht haben sie ja nicht einmal getroffen. Das kann ja auch sein. Nenne einen Verbündeten der Gruppe mit Namen und Funktion. Das ist jetzt, okay, jetzt nehmen wir einfach mal als Beispiel Rodrigo, und seine Funktion ist Anführer der Gruppe. Das ist jetzt kein Verbündeter, weil er selber Spieler war, ist. Aber so ganz generell würde das ablaufen. Da will ich aber NPCs hören und keine Spielercharaktere. Welchen ihr von den vielen Möglichkeiten nehmt, ist euch überlassen. Welches System habe ich neben dem Fokus auf DSA auch noch geleitet oder gespielt? Ja, ist auch relativ simpel, da einfach mal auf dem YouTube-Kanal nachschauen oder auch auf der Drachenzwinge. Da gibt es eine Vorstellung von mir, auch da könntet ihr reinschauen, und auch da stehen ganz, ganz viele Systeme drin, die ich auch geleitet oder gespielt habe. Nicht alles ist auf YouTube. Ja, aber ich habe schon das ein oder andere Mal gemacht. Wie heißt das Programm, der Online-Spieltisch, mit dem ich Token und Karte verwalte? Auch da viele Antwortkeiten möglich. Nummer 6. Mit welchem Podcaster habe ich eine Kooperation in einer mittelalterlichen Spielrunde? Das ist tatsächlich jetzt nur eine mögliche Antwort, aber wenn ihr euch einfach mal die Playlist bei mir anschaut, die ich auf meinem Kanal habe, dann würde euch da sicherlich das ein oder andere auffallen. Wenn ihr so ein bisschen sucht, dann werdet ihr auch das finden, ohne diese Runde gesehen zu haben.
Nummer 7. Welchen Stargast hatte ich schon bei mir im Livestream? Ja, gut, Stargast hin oder her. Der eine kennt ihn vielleicht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber wenn ihr euch da bei den Livestreams einfach mal umschaut, werdet ihr sicherlich vielleicht das ein oder andere bekannte Gesicht erkennen. Und da gibt es dann tatsächlich eine Antwort, die ich zulasse. So viele Stars hatte ich noch nicht, aber vielleicht kommen ja noch ein paar andere. Nummer 8. Wie heißt das Forum, über das ich regelmäßig meine Spielrunden und Termine verwalte? Ja, ich habe da eben schon ein bisschen was zu gesagt und wer mich kennt oder wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der wird es sicherlich schon wissen, aber auch das ist eine, ja, eine Leistung, eine Rechercheleistung, die jetzt nicht so sehr schwer ist. Frage Nummer 9. Wen habe ich bereits interviewt und um welches System ging es, als ich dieses Interview geführt habe? Ja, auch da wieder in die Playlist schauen, wird euch sicherlich sehr schnell irgendwas auffallen, wenn ihr ein bisschen sucht und ja, so schwer ist die Frage nicht. Und das ist sicherlich eine sehr einfach zu beantwortende Frage. Da gibt es aber auch nur eine Antwortmöglichkeit. Ja, das ist jetzt eine sehr ja, Punktesammelfrage, sage ich einfach mal. Da ist mir einfach nur wichtig, was euer Lieblingsabenteuer bei DSA ist und warum. Warum nur DSA? Ja, weil ich ganz gerne meinen Horizont so ein bisschen auch erweitern wollen würde. Schauen wir mal, ob ich das in eine DSA-Kampagne sinnig einbauen kann. Und wenn ihr mir jetzt, weiß ich nicht, sowas wie Savage Worlds Buch von 1995, dann komme ich da nicht ran und das hilft mir in dem Fall leider nicht, deswegen brauche ich da nur DSA-Abenteuer. Ja, und da würde mich eben auch interessieren, was euch an diesem Abenteuer so gefallen hat, damit ich es eben auch vielleicht mal in Betracht ziehe, selber noch zu leiten. Okay, das sind 10 Fragen und ich habe dann aber auch noch ein paar Bonusfragen, habe ich mir gerade noch überlegt, um da noch einmal vielleicht die Spreu vom Weizen zu trennen oder aber ihr sagt, ihr braucht die Punkte sowieso nicht, weil ihr schon genug mit den 10 Fragen habt. Ja. Frage Nummer 11, die Bonusfrage. Wie heißt der aktuelle Mannschaftssprecher an Bord der Dämonenarche? Ja, das war in meinen Augen immer nur ein einziger, über die, ich bin mir nicht ganz sicher, 100, 150 Folgen, wo jetzt mit der Dämonenarche herumgeschippert wird, gibt es nur einen, der den Titel Mannschaftssprecher hatte und der da würdig ist, diesen zu tragen. Ein bisschen Rechercheleistung mehr, falls ihr an der Stelle noch nicht gewesen seid. Aber ja, wie gesagt, ist eine Bonusfrage und wenn ihr die nicht beantworten wollt, dann müsstet ihr das nicht tun. Frage Nummer 12. Wie heißt die Firma, welche die Cthulhu-Nau-Ermittler bedroht und gefährdet? Ja, auch das ist dann eine Frage, wo man wirklich dann in die Folgen reinhören müsste, um dann, wenn man es nicht weiß, zu erfahren. Müsste aber wohl auch ein Titel der Folgen sein in der Playlist. Da könnte man dann auch sehr schnell auf den richtigen Riecher kommen. Das sind die Fragen. Schickt mir bitte die Antworten, wenn ihr welche habt, an frostgeneral@drachenzwinge.de, damit ich mir dann eben die Antworten angucke. Ich werde das alles in der Excel-Tabelle aufführen und dann ja, benoten jedes einzelne, egal ob da jetzt 200 Antworten kommen oder nur 5. Ich werde mir das alles angucken. Ich werde das in eine Excel-Liste eintragen und dann bei denjenigen mit den meisten richtigen Antworten werde ich dann ja auswürfeln gemeinsam mit euch und schauen wir mal, wie das so alles über den Tisch geht. Und dann schreibe ich die Leute wieder an und dann darf sich derjenige oder diejenige dürfen sich dann die Bücher aussuchen, die sie haben wollen. Und dann werde ich reihum E-Mails schreiben. Okay, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, dann gerne auch unter dieses Video einen Kommentar schreiben, einfach die Frage stellen, könnt mir auch eine E-Mail per E-Mail eine Frage stellen. Wenn ihr euch bei der einen oder anderen Frage auch nicht ganz sicher seid, könntet ihr das meinetwegen offen lassen oder ihr könntet da auch eine Frage zu stellen. Ich werde natürlich jetzt die Lösung dazu nicht verraten, aber naja, so ein bisschen. Mir wurde eben gesagt, dass ein Quiz bei ja, Rollenspielfans ganz beliebt ist und dementsprechend werde ich das dieses Mal so handhaben.
Zeitangabe, ich habe jetzt gerade Prüfungsphase und ganz generell sage ich immer einen Monat Zeit, damit da genug Fragen und Antworten zusammenkommen. Ich würde einfach mal sagen, ich schenke euch die 10 Tage bis Ende Februar und mache dann ab dem 10. Februar einen Monat und mache dann ab dem März einen Monat. Das heißt, der Einsendeschluss ist der 31. März, das sollte klappen, dann habt ihr genug Zeit, euch die Fragen anzueignen, um zu recherchieren. Ich denke, das sollte alles machbar sein und ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Lösung. Wie gesagt, ich hoffe, es kommt nochmal ein weiteres Projekt, mit dem ich mich dann eben bei euch bedanken möchte für diese 1000 Abonnenten. Aber so Bücher in physikalischer Form ist natürlich auch immer schon sehr nett. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.